Zigarre, Hut und Sonnenbrille. Ganz Udo eben. 70 Jahre alt, seit rund 45 Jahren auf der Bühne. In Gelsenkirchen probt Udo Lindenberg für seine neue, richtig große Tour. Es ist echtes Abenteuer. Es ist die dritte Riesentour, Stadion. Die größte Produktion der Welt, Rock, Revue. Luftakrobatik, it's real big. It's even bigger than es ist richtig Stones. Groß, größer als die Stones. Und mit der riesigen Anlage sind wir lauter als AC/DC. Bescheiden war er noch nie. Bereits zwei Sommer lang rockte er sich durch die großen Arenen Deutschlands. Nun macht er seine sogenannte Stadientrilogie komplett. Der Deutschrock-Pionier Lindenberg. Immer noch kokettiert er gern mit seinem Image als Rebell. Er ist eine Straßenkatze, wie ein streunender Kater. Er ist voll flexibel, er kann eine Menge, er singt, er tanzt. Seine Auftritte, oft besondere Erlebnisse. Nach langem Ringen darf er 1983 in der DDR spielen, gerade mal 15 Minuten lang vor ausgesuchtem Publikum. Auf der Bel Canto Tour von 1997 lässt er sich vom Babelsberger Filmorchester begleiten. Ein weiteres Highlight seiner Tourkarriere 2011, ein Konzert für die Reihe MTV Unplugged. Unter anderem im Duett mit Inga Humpe. 2012 seine erste Tour durch Stadien, Ich mach mein Ding. Nach jahrelanger, auch alkoholgetränkter Krise ist Udo Lindenberg so erfolgreich wie nie zuvor. Das ist wirklich so grandios, ja. Und ich freue mich sehr, Tour ist auch das Schönste, was es gibt für mich auf der Welt. Weißt du? Auf die Bühne zu gehen mit der Band, da Lust zu ballern, so, Showtime. So. Das ist mein persönliches Eldorado. Eldorado, ich komm an. Eldorado, ein Song aus seinem neuen Album Stärker als die Zeit. Das landet sofort auf Platz 1 der deutschen Charts. Supergeil. Ich freue mich total. Ich wache jeden Morgen auf mit einem Lächeln auf dem Gesicht, kneife ich manchmal ein bisschen, ey, ist das wirklich wahr? Ich bin 100 Jahre in der Branche und es geht derartig ab. Ne? Eine große Freude, ein großer Kick. Ne? Nimm dir das Leben und lass es nicht mehr los. Unter dem Motto Keine Panik spielt Udo bis Ende Juni Konzerte in ganz Deutschland. Wegen der großen Nachfrage in manchen Städten gleich mehrmals. Dann bin ich auf der Bühne und dann geht die Musik so, die Bretter der ab. Die spielen so genial, dass dann die Nachtigall breitet ihre Flügel aus, ja, dann kommt da die ordentliche Thermik da rein, ja, und dann zisch ich nach oben. Ja, und dann ist es wie Party, wie Rausch und so. Ne? Und diese Party will er nicht nur in Deutschland feiern. Weitere Konzerte sind schon in Planung, unter anderem in Moskau und New York. Udo Lindenberg gibt auch mit 70 Vollgas.